Welt seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main im Herzen von Roper, meinem wunderbaren kleinen Lädchen. An einem fantastischen Tag und schaut mal, was ich euch mitgebracht habe, die 42138 aus der Lego-Technik-Serie von 2022. Für 50 Euro, 550 Teile knapp, ein Pullback-Fahrzeug. Genau so ist es. Angeblich, sagt die Packung, handelt es sich um einen Ford Mustang Shelby GT500. Ich glaub's nicht. Die haben sich geirrt. Ich weiß nicht, was das ist, aber es ist definitiv kein Mustang und definitiv kein GT500 und ganz sicher kein Shelby. Also 100% nicht. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Verschiedene Abteilungen, große Firma, können Fehler passieren, Praktikant war wieder abgelenkt, hat was anderes gemacht, keine Ahnung. Hier handelt es sich um ein Missverständnis. Ich bin mir sicher, da wird es auch noch eine Erklärung geben. Irgendwas ist da schiefgelaufen. Ich weiß nicht genau was, wir erforschen es heute ein bisschen. Und dann warten wir einfach auf die Stellungnahme in den nächsten Tagen. Die muss kommen, ich bin mir sicher. Es ist noch keinem aufgefallen, deswegen machen wir jetzt das Video. Das wird geklärt, ganz sicher. Ganz kurz zur Box. Das ist sie. Die haben da eine Rückseite nichts, vor dem man sich fürchten müsste. Da. Und hier unten, da. Da. Ladet so eine doofe App nicht runter, die macht nur doof. Pullback und Launch. Das gucken wir uns noch an. Das ist tatsächlich eine Funktion. Obacht, alle halten sich an den Händen. Und dann können wir es gucken. Ein Sticker-Sheet. Dieses Sticker-Sheet beinhaltet diese Fehler, dass das irgendwas mit dem Mustang zu tun haben muss. Also das waren diese Hinweise, die ich gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, da, hier hat der Praktikant den Fehler gemacht. Das hat die Verwirrung, glaube ich, dann gestiftet. Und dann haben die Marketing gedacht, es handelt sich um Mustang und haben das draufgeschrieben. Da ist irgendwas schief, weiß ich nicht. Merkwürdige Sachen. Ganz schlimm und ganz peinlich ist dieser Heckscheibenaufkleber. Uiuiui, der ist dreiteilig. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das sieht bestimmt gut aus. Und natürlich beim Print von den Stickern treffen sie nie die tatsächliche Farbe vom Modell. Also wenn ihr das anbringt, selbst schuld. Anleitung, Watschen, einfach überhaupt keine Probleme. 500 Teile, Wiesen schenken. Macht euch keine Gedanken, schafft jeder. Achso, die haben hinten auch zur Verwirrung nochmal ein Bild reingemacht. Und ich meine, spätestens da hätte ihnen auffallen müssen, dass es sich um ein komplett anderes Fahrzeug handelt. Also, was ist denn das? Ein Passat vielleicht? Oder ein Passat, der einen Unfall mit einem Camaro hatte? Oder ich weiß, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ein Mazda vielleicht? So, das Modell messen wir mal kurz aus. Was auch immer es ist. Warte. 27 cm gut. 12,5 so ungefähr. Und so 8. Von vorne ein bisschen ein Audi nach einem Unfall, würde ich sagen. Ich weiß auch nicht, was die Lichter sein sollen. Also ihr wisst, wie sehr ich den Mustang liebe, gell? Mustang, ist genau mein Auto, ja? Passt alles perfekt. Und den 10265 aus der Creator-Serie, den alten Mustang, großartiges Modell. Hat wesentlich mehr Technikfunktionen als der hier. Großartiges Modell. Und ich wünsche mir auch mal, dass ein richtig guter Mustang nochmal kommt von Lego. Und wir können hier also schon mal ein paar Sachen festmachen, was wir nicht haben wollen in dem Mustang. Das zum Beispiel. Ja. Auch die Felgen, die Reifen. Gar nichts ist da Mustang an dem ganzen Ding, stelle ich fest. Also nix. Ich weiß auch nicht, was das hier ist. Ich verstehe das alles überhaupt nicht. Man kann die Haube aufmachen, um einen Blick auf den Motor zu werfen. Und wir haben hier ein bisschen geriffeltes Zeug, das ist okay, das gehört so auf so Sportwagen. Schön ist auch, dass das ganze Armaturenbrett mitklappt, wenn man den Motor aufmacht. Hui. Keine Türen. Keine Türen. Und maximal Leute bis 1,20 Meter Körpergröße können da drin sitzen, wenn der Sitz auf der, also die Lehne des Sitzes auf der Höhe ist hier schon. Ja, nicht hier, wo sie beim Auto ist, sondern hier ist die. Also nicht zu gebrauchen, definitiv. Sehr vorbildlich. Außerordentlich geringe Farbseuche bei diesem Set. Wir haben ein paar blaue Pins hier und da. Wir haben ein paar braune Achsen, warum auch immer. Und wir haben nur eine gelbe Achse hier vorne. Aber ich finde, die ist da vorne fast unauffällig. Und dann haben wir ein bisschen Rot hier hinten, das ist aber sinnvoll. Farbseuchenmäßig ziemlich in Ordnung. Und man muss dazu sagen, teilemäßig. Also wir haben natürlich die Farbprobleme. Ihr seht sie hier, glaube ich, hoffentlich beim Licht. Die Konnektoren sind wieder viel zu hell hier.
Konnektoren sind wieder viel zu hell im Vergleich zu dem Rest. Auch die Liftarme untereinander sind schwierig. Das liegt wieder darum, dass Lego ja eben nicht in Dänemark produziert, sondern weltweit irgendwo billig Fabriken stehen hat und die kommen zusammen und manche sehen halt so aus und manche so, was willst du tun? Oder sie lassen die Fabrik nicht lang genug laufen mit dem Zeug und dann wird halt schon die Vorproduktion reingekippt oder was auch immer deren Grund ist. Auf jeden Fall sehen die Steine unterschiedlich aus. Wie auch bei wesentlich billigeren anderen Herstellern. Ebenso. Ist halt, ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht kommt es irgendwann mal. Ich glaube, das Zeug kommt alles aus der gleichen Fabrik. Bin ich immer noch der Meinung, aber was soll's. Aber da müssten die Farben ja nicht unterschiedlich sein. Es müssen unterschiedliche Fabriken sein, die aber alle die gleichen Fehler machen. Ist auch so ein Geheimnis, dem man mal auf die Spur kommen müsste. Söhrchen, also wir haben festgestellt, wir haben keine Lenkung, wir haben keine Federung, wir haben keinen Motor, wir haben keine Türen, die aufgehen, keine Funktion. Wir haben eine Funktion, die war aber, glaube ich, nicht gewollt. Den Heckflügel kann man einklappen. Ich glaube, das war aber nicht gewollt. Es passiert aber sehr häufig. Hier übrigens ist der einzige Punkt, wo ich sagen könnte, möglicherweise haben sie, als sie gemerkt haben, dass sie eine Mustang-Lizenz haben, das hier reingebaut. Weil das hier hinten, diese Schräge, ist das Einzige, was mich an Mustang erinnert. Wenn man natürlich die Aufkleber für die Lichter und das Emblem draufpatscht, dann könnte ich sagen, ja, es gibt Mustang, die haben das so. Das würde ich unterschreiben. Beim Rest des Autos sehe ich es nicht. Und zwar gar nicht. Aber was soll's. Wichtiger Hinweis. Es gibt dann auch das Modell. Habe ich mir auch gekauft. Das baue ich auch noch auf. Das ist ein Porsche. 42093. Das ist eine Corvette. Das ist die 42098. B-Modell. Die Älteren werden sich erinnern, das war die Zeit, als es bei Technikmodellen noch B-Modelle gab. Ja, die Älteren. Am Lagerfeuer könnt ihr es den Jüngeren ja mal berichten. Das war mal so. Und passt drauf. Ich glaube auch, das ist das Positivste, was wir über das Modell sagen können. Er passt drauf. Jetzt wissen wir nicht genau, was wir hiermit sollen. Wie gesagt, die 42075 war ein Funktionsfeuerwerk, ja, war ein großartiges Set. Die Corvette hatte schon die Samen, wo ich angefangen habe zu motzen und gesagt habe, Freunde der Sonne, im Vergleich zur 42075 ist es aber bitter. Und jetzt können wir hier sagen, im Vergleich zur 42093 ist das hier aber schon sehr bitter. Und das ist es tatsächlich auch. Es ist aber eine Funktion da, obacht, haltet euch fest, hier seht ihr zwei Pullback-Motoren. Diese Pullback-Motoren kosten, wenn ihr sie neu haben wollt, unter einem Euro von einem deutschen Händler neu. Also die sind kein Preispunkt, dass man sagt, das Set hat zwei Pullback-Motoren. Also ich glaube, vier Pullback-Motoren kommen auf einen Leuchtstein, so vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber es ist ein Pullback-Motor drin, also haben wir die Zielgruppe erkannt. Es sind kleine Kinder, die damit spielen wollen. Was die allerdings, die interessieren sich auch nicht für die Fehlfarben und für die Stickerseuche und die Farbseuche und so, das ist denen alles wurscht. Die interessieren sich aber genauso wenig für die Lizenz von diesem Auto. Aber man kann ja mal eine Abstimmung unter den 7-Jährigen machen, wie viele von denen Shelby kennen, aber am drüber. Jetzt haben wir auf jeden Fall dieses Modell. Hui! Passt auf, es ist so. Das ist ein Pullback-Fahrzeug und da denkt man einfach, man zieht zurück und es fährt nach vorne. Man zieht zurück, es tut sich aber nichts. Es blockiert sogar. Ihr seht, das Hinterrad bewegt sich nicht. Hier hinten dieses Rote, was ich ansprach schon, das ist hilfreich. Wenn man da drauf drückt, habe ich da was gelöst? Ah, ich habe da was kaputt gemacht. Moment. Ja. Ist ein Pullback, das hat ein bisschen was auszuhalten. Wenn man da drauf drückt, löst sich das. Und zwar das da. Und Thema ist, wenn das unten ist, fährt er auch vorwärts. Er rollt nach hinten, fährt nach vorne. Also direkt das, was ein Pullback eigentlich machen sollte. Und der Trick über diesen kleinen Schalter ist jetzt, dass wenn man das Ding nach hinten zieht, seht ihr, dann dreht sich ja das hier, das Dark Tan Konnektörchen da, dreht sich. Und dreht sich frei und geht wieder nach vorne. Wenn man das hier jetzt nach unten setzt, klack, ist hier dieser L-Lift-Arm in Position gekommen. Und wenn man jetzt nach hinten dreht, seht ihr, geht er da so drüber und hakt ein und kann dann nicht mehr nach vorne. Wenn man runterdrückt, löst sich's. So, und das ist jetzt die Idee.
hui, und fährt. So, das ist der Plan. Das mit hier hinten reindrücken, hui, und fährt, ist halt auch, dass der Finger stecken bleibt. Wobei, wie gesagt, die Zielgruppe hat wesentlich kleinere Finger, das wird schon gehen. Aber das ist nicht ganz optimal. Deswegen gibt es dieses hervorragende Werkzeug dazu. Zu dem Thema können wir gerade kurz über die Teile sprechen. Die sieht man nämlich auch hier schon, kann ich noch drauf zu sprechen kommen. Besondere Teile hat er eigentlich nicht, dass man sagt, yay. Aber, falls ihr zu den Unglücklichen gehört, die einen Sian früh gekauft haben, vielleicht habt ihr hier ein paar Teile dabei, die farblich besser passen zu eurem Sian, dann könnt ihr die tauschen. Falls ihr den Sian habt und sagt, okay, das Ding ist Schrott, ich will es verbessern, habt ihr vielleicht zur Modifikation jetzt ein paar mehr Teile in Leim nochmal zur Verfügung. Zum Beispiel sind ja die großen 15er Liftarme drin. Die gab es auch im Katamaran, sind jetzt aber auch hier dabei. Das heißt, die Gesamtverfügbarkeit der Teile steigt ein wenig. Wir haben auch andere Sachen, wie zum Beispiel diese Kotflügel, die vorher im schon gezeigten 4298er drin waren, in Rot, aber auch in Dark Azure, in diesem Camaro, der kein Camaro war. Das sah mehr nach einem Camaro aus, als das Ding nach einem Mustang. Die sind jetzt hier auch noch dabei. Und es ist ganz nett, hier diese kleinen Panels und so. Es sind so ein paar Sachen jetzt dabei in Leim, die es vorher nicht gab. Also freue ich mich für die, die damit was machen wollen. Vielleicht ja auch was Gescheites wie ein 4254 upgraden, falls ihr Bock habt. Die hier sind noch dabei. Seht ihr die? Das sind so kleine Konnektoren, die um die Ecke gehen. 90 Grad, ja, hier hinten dran. Und die sind ziemlich selten. Die waren jetzt auch im Caterpillar Bulldozer drin. Aber davor dann lange nicht. Wir haben eine 16er Achse drin. Eine 16er Technikachse. Ist jetzt hier und da mal verbreitet, aber teuer ist sie, weil sie im 42009 damals drin war. Fünfmal. Und die ist hier drin. Dementsprechend, schöne Sache. Wunderbar. So, und wir haben ein Update. Ihr seht diese coolen Angriffspunkte hier. Ja, die habe ich nicht drauf gemalt mit Plakafarbe oder Deckweiß. Nein, das ist so. Kommt von Werk so. Das ist anscheinend auch ein sehr neues Teil aus dem neuen billigen Werk. Und mit den Angusspunkten, das ist wie ein Xingbao-Anguspunkt, sieht es aus. Das ist echt geil. Und die sind, ist ein leichtes Upgrade. Das ist ein Elementen-Connector, den ihr kennt. Ja, gar keine Frage. Den gibt es schon ewig in Hunderten von Sets. Der ist jetzt hier ganz gerade. Der war vorher so ein bisschen wellig. Der ist jetzt ganz gerade. Ist nur ein leicht anderer Mode. Macht euch nicht verrückt. So, dieses Werkzeug nehmen wir und können damit diesen roten Mechanismus verlängern nach außen, damit man besser drankommt. Erinnert so ein bisschen an den Flügel vom Bugatti 42083. Wir können jetzt das hier rausbrechen. Und dann seht ihr, das rote Zeug, die beiden Achsen, passen in diese Konnektoren rein. Klonk. So. Hätte ich es andersrum machen sollen? Wahrscheinlich. So, dann ist es höher. Und jetzt fällt's los. Coolere Funktion, auf jeden Fall. Und also funktioniert, hier kann man den auch blocken und so weiter und so fort. Ich habe hier und da im Netz gelesen, ich habe es einmal hingekriegt, dass dieser Mechanismus blockiert hat. Ich weiß nicht, ob die ein bisschen fest gebaut haben. Ihr kennt es ja, das klassische Technikproblem, wenn man ein paar Sachen zu fest aneinander drückt, dann hakt die Funktion irgendwann. Ob da irgendwas nicht ganz rund gelaufen ist, dass das Haken festgehakt hat, bei mir ging's. Deswegen, und das ist wie immer, wenn es bei mir funktioniert, sage ich, es geht. Keine Probleme damit gehabt. Ich finde das nur so schäbig. Das ist unglaublich. Also dann baut man das wieder dran. Das ist einfach nur hier unten reingesetzt. Das ist ein schwarzer Pin, interessiert kein Menschen. Das hier dran zu knobeln, ist ein bisschen Mist. Der Vorteil ist, weil das Ding so leer ist, kann man mit den Fingern von der Gegenseite dagegen drücken, tatsächlich. Cool wäre es gewesen für mich, wenn diese Funktion hier hinten tatsächlich auch diesen Hebel gelöst hätte. Ich meine, das ist ein Konstruktionsfehler hier hinten, das ganze Ding. Aber dann wäre das doch wenigstens eine coole Funktion gewesen. Draufhauen, ab geht der Peter, oder? Richtig. Hätte mir Spaß gemacht. Tut's nicht. Doof. Also, mein kleines Fazit. Das Ding ist pottenhässlich. Meine Fresse. Was da alles schiefgegangen ist. Uiuiuiui, darüber müssen wir reden. Das Ding sieht ganz schlimm aus. Ganz schlimm. Kannst du keinem geben. Deswegen die Frage, und die ist ernst gemeint. Das Ding hat doch für ein Kind einen echten Spielwert. Also, von der Größe her cool zum Handle, da fällt doch nicht wirklich was ab. Ja, vielleicht hier mal ein bisschen. Das ist Brickbuild. Brickbuild fällt immer mal ab, aber das macht nichts. Das ist auch bei den kleinen Pullbacks so. Hiermit kann man rumfahren. Wenn man das entriegelt hier hinten, kann man ihn auch schieben und so. Das passt doch.
Wir sehen jetzt mal darüber hinweg, dass er keinerlei Technikfunktionen ansonsten hat. Wurscht, es ist ein Pullback, die sollen ja schön geradeaus fahren. Wäre natürlich cool gewesen, wenn sie eine Lenkung gehabt hätten, wie beim Class Xerium mit zwei Modi. Einmal lenken und einmal starr machen für Track Racing, ja, aber egal. 42098 kann damit aufgemotzt werden, auch super. Die Lizenz ist vollständig und komplett uninteressant bei diesem Set. Das wäre ein cooles Set gewesen für 35 Euro. Liste. Ja. Machen wir 40 draus, weil wir gut gelaunt sind, wie damals der First Responder, der wesentlich mehr konnte. Wesentlich mehr konnte und coolere Bautechniken hatte. Und cooler zu modifizieren war und alles. Egal. Aber für 35 bis 40 Euro wäre das ein Pullback-Fahrzeug gewesen. Und ich hätte wahrscheinlich, also hätte ich gesagt, hier, guck mal, so wie der Camaro im Autotransport, hätte ich gesagt, hier, guck mal, vielleicht ein bisschen Mustang angeliehen und so. Habe ich meine, coole Idee, gefällt mir und so. Und so denkst du dir einfach nur, das ist ja wohl der hässlichste Mustang, den ich je gesehen habe. Jemals. Und damit ist das Set Grütze. Und warum machen die das? Ich finde es wirklich ganz, 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 ganz bitter. Die Idee mit dieser Start-Control-Geschichte hier hinten, finde ich gut. Okay, gut, es war jetzt ein bisschen erbärmlich, aber ihr wisst, was ich meine. So. Finde ich, es ist eine nette Idee. Schlecht umgesetzt hier hinten, aber es ist eine nette Idee. Das kann man besser modifizieren, wie sie einfach hier den Flügel ein bisschen umbauen und wenn man dann drauf schmettert, geht er ab. Finde ich dann ganz cool eigentlich. Aber ansonsten, was meint ihr? Ich mache mal, wie gesagt, eine Umfrage. Wollt ihr Pullback-Motoren oder wollt ihr Technikfunktionen sehen in der Technik-Serie? War das jetzt schon eine Suggestivfrage? Ich bin mir nicht sicher. So ist es auf jeden Fall. Haben wir uns mal angeguckt. Ich stöber noch durch die anderen Technik-Sets durch. Die BMW kommt ja im März auch irgendwann zu mir. Dann gucken wir die uns auch mal an. Dann soll ja auch dieser Formel-1-Wagen sich reinschummeln. Den gucken wir uns auch mal an. Alles ganz entspannt. Wir haben es ja nicht eilig, oder? Richtig, so ist es. Habt eine großartige Zeit. Habt nette Leute um euch und bis bald.